Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Neuübersetzung, Version 2.01. Wir gucken jetzt hier nochmal ein bisschen rum, wo wir eigentlich lang müssen. Ich heiße dich herzlich willkommen, Herr Springensfeld Kilbill. Hallo, hallo. Und ja, hallo Mary. Hallo. Ich bin schon gespannt, wann du endlich richtig aktiv mitspielen kannst. Ja, bald. Kommt bestimmt bald. Ja. Wird nicht mehr so lange dauern. Ja. Cool. So, du liegst da irgendwie auf dem Kopf. Ich bin eins Auge geflogen. Ich musste auch nicht mehr aufstehen, hast du gesehen? Ich bin auf beiden Füßen aufgekommen. Meine Katze macht das immer. Ja, du bist aber keine Katze, du bist ein Hund. So, was war das jetzt hier? Küstenstadt Wendel? Ich bin ein Biest. Gepaart mit einem Mensch und hab die Hundefähigkeit. Ah, okay. Leute aus der ganzen Welt kommen nach Wendel, um Antworten zu finden. Wir sind eine neutrale Stadt, deshalb haben wir keine Verbündeten oder Feinde. Das ist ja grundlegend blöd. Mary? Wer spricht das jetzt? Achso. Ich bin froh, dass ich mit dem Priester sprechen konnte. Er gab mir ungeahnten Mut. Ungeahnte Kräfte und Mut. Warte mal, guck dir mal die Klamotte an, da fehlt doch die Hälfte. Ja, das ist voll. Die ist bestimmt die Stadt, Frau. Ja. Die ist mutig, ne? Die ist etwas mutig, genau. Mary? Ja, das ist eine Frau, die da gerade spricht. Ja. Der Tempel des Lichts liegt im Norden der Stadt. Cool, geh mal ins Saufen. Achso, das steht auf. Hi, Mr. Säufer. Es tut mir leid, ich treffe noch Vorbereitungen. Komm heute Nacht wieder. Achso, das ist das ja Ausschank erst nach 22 Uhr. Richtig. Nix für Kinder. Ja, deswegen können wir das leider in diesem Let's Play auch nicht zeigen. Außer wir machen davor eine USK 18. Und dann werden wir auch diesen Part euch zeigen. Das Biestkönigreich liegt im Westen, hinter einem dichten Wald. Ja, weiter. Ist das die Frau? Ja, ist immer noch die Frau. Das ist die Frau, ja. Selbst die Biestmänner sich nicht durchschlagen können. Ja, man sieht sogar die Brüste, wenn man genau hinguckt. Du wieder hinguckst. Ja, man muss irgendwo scheiden, ne? Mann und Frau. Deshalb greifen sie aus der Luft an. Riesenvögel tragen im Sturzflug Biestsoldaten in den Kampf. Was ist das? Okay. Ah. Nein, wirklich, ich übertreibe nicht. Ja. Sind die Biestmänner stark? Oh ja, die sind so stark, die habe ich mit zwei Heben kaputt gehauen. Das ist ein Mann, den mache ich. Biestmänner? Was auch immer geschieht, wir verteidigen dieses Land an der Seite des Priesters. Alles klar. Okay. Oh, Hähnchen. Gib mir das Hähnchen. Ja, schön wär's. Na gut. Gehen wir mal weiter. Oh, Schild. Schilde sind immer gut. Heilige Stadt Wendel. Das ist ein kleiner Junge, ha? Schon gehört? Des Priesters Enkelin Carly wird vermisst. Heißt das Charlie oder Geist? Carly steht da ja, aber ich dachte, also es war die ganze Zeit auch Carly, aber ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass ich immer früher Charlie gelesen habe. Vielleicht auch, weil ich blöd im Kopf bin. Egal, jetzt ist es Carly. So, wo ist das Mädchen hin? Die hat sich versteckt im Haus. Die ist bestimmt hinterm Haus, oder? Nee? Doch, das ist cool. Ja, da ist sie. Ich bin ein großer Fan des großartigen Priesters. Heth. Was ist doch mal. Oh, was ist das? Den lese ich. Hast du ein Mädchen mit einer Bommelmütze gesehen? Des Priesters Enkelin, Carly, wird vermisst. Was, wenn sie von einem Monster gefressen wurde? Tja, dann ist sie tot. Ja, hat er vor allem Pech dann. Oh, eine Frau. Die Biestmänner haben Astoria eingenommen. Was machen wir jetzt? In letzter Zeit nehme ich Beben wahr, rund um die Höhle der Wasserfälle. Sehr ungewöhnlich. Definitiv sehr ungewöhnlich für eine Höhle mit Wasserfall. Und mit Beben. Wir werden es herausfinden, was diese Beben verursacht. Oh ja, ich wollte gerade zum Fenster raus. Ja, typisch. So. Warte mal, hier drüben geht's noch rein. Oh ja, drüben geht's noch rein. Okay. Ist ein Gemischtwarenladen. Warte, machen wir erstmal die Frau. Falls du dich verehrst, verwende eines von Opas Wundertauen. Okay. Wir wissen Bescheid. Einmal in der Woche am heiligen Monat, hielten die Monster in der Wasserhöhle ihren Schlaf.
Ah ja, die Leute planen ihren Besuch in Wendel für diesen Tag, um durch die Hülle reisen zu können. Das können wir natürlich nachher auch mal nutzen. Heutzutage sind die Monster die ganze Woche aktiv. Die Besucher hier in Wendel schwinden. Ach so. Früher. Ging das ist natürlich blöd, ne? So, du gehst jetzt einkaufen. Ja, ich gehe mal auf Kaufen. Also das hätte man ja nutzen können, ne? Mana-Tag und dann können wir durchraschen. So, davon müssen wir auf jeden Fall mal eins mitnehmen. Weil ich weiß nicht, ob einer von uns sterben wird. Mhm. Und ein Heilkräut zur Not. Ein Heilkräut? Ich habe schon 3, 4 gekauft. Achso, hast schon. Okay, dann raus hier. Okay, auf Wiedersehen. Warte, wir können ja direkt mal nachgucken. Da, Heilkraut 3. Ja, gut. Ein Dings, gut. Alles klar, hier hoch. I'm on my way. Oh, okay. Here's the bedroom. The bedroom? Das ist die Betthöhle? Ja, daraus kommen die Erdbeben immer. Von die beschrieben vor uns haben. Ja, warte mal. Gehen wir uns mal noch ein paar Waffen kaufen, wenn ich mal so vorschlagen. Willkommen, ich möchte was kaufen, ja. Einen nicht anlegbar. Eisenfaust und ein Dolch hat sie schon. Ja, Eisenfaust wäre theoretisch für mich eigentlich, dachte ich, oder? Ja, aber dann musst du dann selber dahin gehen, oder was? Ja, ich glaube, oder? Mein Trümmer L. Ja, ich glaube, ja. Oder L, ne, egal, wer jetzt erwähnt. Nee, ich hab's ausprobiert. L und R haben nichts gemacht und Hoch und Rupa auch nicht. Dann kaufe ich meine kaufen. Nee, doch. Na ja, toll, habe ich angelegt. Na toll. Die habe ich angelegt. Oh, Doktor hier. Eisenfaust. Ja, ich kann auf jeden Fall, aber habe ich. Egal, brauchen wir nicht mehr. Gut, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Sehr gut, mach's gut, mein Freund. Kannst du noch eine Runde weiter tanzen von mir aus? Yeah, dancing, dancing, dancing. So, das war's, wa? Ja. Kommen wir zum Dr. Priester. Ja, zum Meister Lampe. Warte. Oh. Hast du ein Mädchen mit einer Bombe mit sie gesehen? Ja, bla bla, Carly ist weg und so. Monster gefressen, ja. Ja, Bombe und... Warte, erzählen doch noch beide genau das Gleiche. Ja. Das sind bestimmt Zwillinge. Ja, die haben Gedanken übertragen und sowas. Ich will lesen. Der Priester des Lichts ist im Tempel. Das Pilgern nach Wendel ist für jeden von uns ein wichtiger Bestandteil des im Leben. Mindestens einmal im Leben kommt man hierher, um zur Mana-Göttin zu beten. Das erinnert mich irgendwie so an du... Na egal. In den Bergen über uns gab es einst eine große Stadt des Lichts. Man sagt, es sei der erste Ort gewesen, den die Mana-Göttin betreten hat. Okay. Nun liegt die uralte Stadt in Trümmern. Leider ist es zu hoch für uns, um hinaufzuklettern. Aber nicht für uns. Warte, hier ist noch jemand. Jemals eine, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, eine Bane Kuyako gegessen? Gesehen? Ja. Das heißt bestimmt Bane Kuyako. Oh ja, das ist so eine Art Banane, aber ein seltsamer Pilz, der im Wald wächst. Ich glaube auch, das sollte vielleicht, gibt es wirklich vielleicht irgendwie eine Übersetzung dafür? Naja, vielleicht schreibt ist es einer Kommentare, so aus der japanischen Mythologie oder so. Ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, das sollte eingedeutscht werden. Genau. Sie sind sozusagen natürliche Federn. Ach, das sind die kleinen Bubbles da. Die hatten doch ein Secret of Mana 1 auch einen Namen, glaube ich. Ja, deswegen, also wir werden sehen. Na egal. Wenn du auf sie springst, wirst du sehr hoch geschleudert. Ach, das sind diese Dinger, ja. Ja, genau, diese Gelblinger. Ich würde dann Sprungfedern oder irgendwas. Ja, Federn ist wie komisch. Na, wir schauen mal. Ja. In den Bergen über uns gab es einst eine große Stadt des Lichts. Man sagt, es sei der erste Ort gewesen, den die Mana-Göttin betreten hat. Nun liegt die uralte Stadt in Trümmern. Leider ist es zu hoch für uns, um hinaufzuklettern. Ist jetzt natürlich fraglich gewesen, mit wem der gesprochen hat, ne? Ah, ich werde mal kurz ein Safe-Set anlegen, wundert euch nicht. Bup, so. Gut. Da, bala, da, 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 da. So, jetzt haben wir hier meinen Mann. Ich hörte ein seltsames Geräusch. Nee, das ist ein Mann, glaube ich. Okay. Ja. Ich hörte ein seltsames Geräusch von den Wasserfällen. Eine Art lautes Bum-Bum. Ah, ein Eis. Wodurch könnte das nur ausgelöst worden sein? Tja, aus dem... Nee, das war eine Frau. Eine sehr männliche Frau. Okay, diesmal war... Das war bestimmt aus dem Bettlager, wo wir vor uns waren. Ja, ganz genau. Sehr Erdbeben und so. Dieses merkwürdige Bum-Bum. Ja. Nicht verraten, woher es kam. Wir werden es sehen. So, mal gucken, was hier abgeht, wa? Yo. Ja, gehen wir mal ein bisschen hoch, würde man so sagen. Ja, und hoch. Hier ist wahrscheinlich sowieso niemand drin, weil das ist der heilige Ort. Des Mannes. Wo alle hinpilgern. Haha, deswegen ist hier keiner. Geht's aber sehr hoch, würde ich meinen. Das ist ja der Mana-Turm.
So in der Richtung. Sicher? Keine Ahnung. Ist der Turm vom Heiligen Priester. Ja, der Turm des Heiligen Priesters, aber nicht des Mana-Turms. Vielleicht ist das der Turm zu Babel. Sicher, das will richtig gehen? Ja, keine Ahnung, du. Ich glaube, wir gehen im Kreis oder so. Ja. Das kommt mir auch so vor, ja. Bitte. Wir müssen mal woanders. Du bist ja da runtergegangen. Ja, ja, ich will jetzt mal nach links gucken. Oder nee, weiter runter. Ja gut, lass mal weiter runter gehen. Da ist ja ein Balkon oder so. Nee, da geht's wieder runter. Das ist kacke. So. Unglaublich verwirrend. Oh, guck mal, ein Balkon. Yay. Juhu. Da ist ein Mittelgang. Ja. Müssen wir uns einmal auschecken. Ja, das ist die andere Tür gewesen. Die ist die VIP-Checker. Dann müssen wir halt da runter. Tja, sehr verwirrt, sehr verwirrt. Wir sehen ein Riesenschloss und keiner weiß wohin. Mhm. Oh, man könnte auch einfach mal den roten Teppich folgen, ne? Genau. Ja. Oh, ein Priester. So ein Zufall. Ey, ich wollte gerade speichern. Ich kann es wieder nicht wegholen, du blöder Priester. Du Weihnachtsmann, Mann. Ey, du darfst nicht davor gehen, dann tut's uns dahin ballern. Geht nicht. Okay. Geht. Ja. Skriptsequenzen? Ja, jetzt. Der Priester des Lichts sagt, also ich bin der Rentner, ne? Ja. Möge die Mana-Göttin euch alle beschützen. Oh, das klingt ja schon fast. Ja, cool. Soll ich wieder Papst reden? Oh, meine Nee, kannst du machen für mich. Priester des Lichts, ich freue mich, euch zu sehen. Ich brauche eure Hilfe. Meiner Freundin Jessica wurde eine verfluchte Halskette angelegt. Und wenn ich den Fluch nicht breche, wird sie sterben. Könnt ihr irgendwas tun? Verfluchte Halskette. Könnte es sein. Aber dieser Zauber wurde doch vor Jahrhunderten versiegelt. Wie ist das geschehen? Erzähl mir alles. Nun, es war so. Pick erzählt die Geschichte von Arthurs Tod und Isabellas Machtübernahme. Ja, das ist genau die Halskette, an die ich gedacht habe. Was dir Isabella verschwiegen hat, ist, dass die Halskette zwei Leben miteinander verbindet. Wenn Isabella stirbt, stirbt auch Jessica. Die Halskette erwürgt jeden, der sie trägt. Diesen Fluch kann ich nicht brechen und ich kenne niemanden, der es vermag. Ich habe es jetzt gleich so vorgelesen, wie es sein müsste eigentlich, oder? Der das vermag. Ja, der ist vermag. Klingt cooler. Der ist vermag. So. Ja gut, wir haben auch, schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Oh, das war genau. YTT. Oh mein Gott. Ja, so in etwa. Weiter? Ja, geht gleich weiter. Mary, was würdest du schreiben? Was würdest du schreiben? Der S vermag oder der das vermag? S klingt eigentlich besser. Okay. Aber gut. Es ist beides eigentlich das. Ja, es ist beides okay, aber... Es muss im Grunde ja ein Textfluss sein. Ist ja egal, beides kann man machen, aber ja, am besten ist das... Ich habe ja automatisch S gelesen, obwohl es nicht da stand. Also stimmt. Ja, dann S, ja. Ne, es ist dreistimmig beschlossen, S. Ja. Also der Textfluss muss eigentlich in der Regel... Also es kann ja beides richtig sein, aber Textfluss ist danach das Wichtigste dann. Moment, jetzt muss ich mich wieder an den Priester einversetzen. Langer Bart, buschige Augenbrauen, okay. Du musst mal langsam mal A drücken. Ja, mach ich. Ja. Ich kann es nicht glauben. Es gibt nichts, was wir tun können. Hau mal ab hier, bam. Ja, ich bin dran, mein Alter. Priester des Lichts. Karl erweckte Karl wieder. Erwecke. Ach so, Priester des Lichts. Karl erwecke Karl wieder. Bester Freund? Kleiner Wolf Karl? Wie heißt du? Hör zu, Kilby. Kilby. Alles Leben ist vergänglich, aber jedes Leben ist mit einem anderen verbunden. Karls Leben mag beendet sein, aber seine Seele lebt stets in dir weiter, nicht wahr? Dann Karl am Leben. Oh mein Gott. Solange man sich an Karl erinnert, wird er ewig leben. Nein, nein! Biestkönig, ich verzeih nicht. Karl, ich werde rächen. Bam, Junge, hau ab. Ja, guck mal, eine Fee. Nee, du bist vor uns viel. Du bist vor uns viel. Lass mich sprechen. Ich bin dran mit Vorlesen. Ich bin dran. Ja, los. Mein Priester, ich komme vom heiligen Mana-Land. Der Mana-Baum beginnt zu verwelken und Mana schwindet aus der Welt. Eine Fee aus dem heiligen Land ist hier? Das ist ein schlechtes Omen. Wenn der Mana-Baum stirbt, werden die acht Gottesbestien erwachen.
Sie werden versuchen, die Weltherrschaft wiederzuerlangen. Die acht apokalyptischen Biester. Reiter. So, weiter. Was? Gottesbestien? Was für eine bizarre Fantasie soll das sein? Die Fee hat dich auserwählt. Du musst in das heilige Mana-Land reisen. Nur du kannst das Mana-Schwert herausziehen. Einen Moment. Redet Klartext. Was ist hier los? Es tut mir leid, aber die abnehmende Kraft des Mana macht es mir nicht leicht. Ich muss in jemanden sein, um auf dieser Seite überleben zu können. Schön. Du bist fertig mit mir, richtig? Du kannst nun in den Priester gehen. So einfach ist das nicht, befürchte ich. Hat die Fee sich erstmal einen Wirt gesucht, dann kann sie ihn nur verlassen, wenn er stirbt. Na dann, kein Problem, machen wir mal schnell. Wa? Das sehe ich anders. Wozu sollte ich das Mana-Schwert brauchen? Du wolltest doch Jessicas Fluch brechen und Adlers Tod rächen, richtig? Das Mana-Schwert gibt dir die Kraft, beides zu tun. Ein Moment. Woher wusstest du von Adler? Oh, natürlich. Du warst in meinem Kopf. Ich hätte es besser wissen müssen. Dann sag mir, was soll an diesem Mana-Schwert überhaupt so großartig sein? Ding, 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 ding. Ich bin der dicke Priester. Das Mana-Schwert ist die zentrale Kraft für alle Mana-Geister. Oh yeah. Und deswegen zeige ich dir jetzt ein Video. Was dir Aufschluss geben wird. Es ist das Werkzeug, mit dem die Göttin die Welt erschuf. Na klar, nice. Die Göttin kommt und hat das Schwert, naja. Ja. Derjenige, der das Mana-Schwert trägt, hat die Macht, die Welt zu formen. Okay. Du musst drücken. Muss ich? Oh, tatsächlich. Ja. Leben zu erschaffen oder es zu zerstören. Denn du bist dann die Göttin. Haha. Oder Gott, ja, also. Du musst drücken. Ja, es schläft unter dem Mana-Baum und wird ständig von den Feen bewacht, die jetzt natürlich alle ausgeflogen sind, haha. Ja? Das ist natürlich grundlegend blöd. Die wollen, ja. Weil die am Sterben sind. Ach ja, stimmt. Deswegen fliegen die weg. Du hast in der Story nicht aufgepasst. Nee, ich lasse mich da immer total flashen vom Neuen. Okay. Wenn das Schwert herausgezogen wird, bevor der Mana-Baum stirbt, dann besteht vielleicht noch Hoffnung. Die Göttin wird erwachen und die Welt retten. So machen wir's. Auch deine Wünsche könnten in Erfüllung gehen. Könnten. Könnten, heißt nicht ja. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Also, wenn ich dieses Schwert bekomme, kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das klingt zu gut, um wahr zu sein, aber Fragezeichen, da hat es Fragezeichen gewählt. Nein, der hat das festgestellt. Ach so. Gut, dann stellt sich nur noch die Frage, wie kommen wir dahin? Ich würde das Tor zum Heiligen Land selbst öffnen, aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Na, wie immer, Lappen. Immer diese blöde Feen. So. Ihr müsst die Energie der acht Mana-Steine freisetzen. Der acht Stück? Ach du Scheiße. Ja, jetzt sind es auf einmal acht, ne? Ja, ja. Oh Gott, kannst du mal vorlesen, Kill? Bill? Ja. Danke. Nein, das ist aber eigentlich der Priester, das bist eigentlich du. Ja, das ist jetzt der Erzähler. Nein. Ich muss jetzt hier echt mal einen Schluck trinken. Okay, dann lese ich jetzt mal ausnahmsweise vor. Die Göttin hat das Tor zum Heiligen Land vor langer Zeit geschlossen. Du musst aber auch drücken dann, ja? Ja. Sie versiegelte die Energie in den Mana-Steinen. Oh. Und wie können wir sie freisetzen? Mit einem uralten Zauber ließ sich einst die Energie der Steine kontrollieren. Okay. Ein Krieg um die Kontrolle dieses Zaubers brach aus und die Welt war zerrissen. Das Blutvergießen endete, nachdem ein Fluch des Todes auf den Zauber gelegt wurde. Oh, der Fluch des Todes, der ist richtig mächtig böse, der Fluch. Ja, ja. Auf diesen Zauber wurde ein Fluch gelegt, auch nicht schlecht. Ja. Der Zauber ging wenig später verloren. Niemand kennt ihn mehr. Dann ist es hoffnungslos. Die acht Geister, die Mana-Steine beschützen, sie könnten uns vermutlich helfen. Mit ihrer gebündelten Energie können wir vielleicht sogar das Tor öffnen. Das könnte funktionieren.
Laterna, der Lichtpatron, hält sich nicht weit von hier auf. Einige Leute haben ihn sogar beim großen Wasserfall in der Höhle der Wasserfälle gesichtet. Fee, wenn ich mitgehe, wird mein Wunsch wahr. Natürlich. Wenn die Mana-Göttin erwacht, wird sie Karl sicher wiederbeleben können. Oh, ich komm mit. Okay. Le Priester. Wenn du dahinter gehst, dann stehen wir uns automatisch vor den Tisch. Ah, ja. Ja. Dann lass uns mal hier abdämpfen. Ja. Oh, verdaulicher. Wir müssen ja langsam diesen Part beenden. Wir sind schon total drüber. Ja, das mussten wir jetzt beenden. Ja, das ging nicht anders. Dann machen wir hier Stopp. Hier schon mal einen Stopp. Hier. Also. Stopp. Du gehst da lang, ich geh da lang im nächsten Part. Ja. Nee, wir gehen hier hoch. Also. Na gut, okay, gehen wir halt hier hoch. Aber ich geh nach vorn. Oder ich. Mist. Okay. Du bist immer nach vorne, ey. Du bist echt eins vor. Das ist der Vorteil von Player 1. Ja, du Ego. Jetzt bin ich vorne. Ha! Ego. Egal, wir beenden den Part, denn wir haben schon Überlänge. Ja, wir haben schon mega Überlänge. Und aber sehen das ging ja nicht anders. Ja, genau. Und sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt, auf zur Höhle des Grauens. Auf zur Höhle der Wasserfälle. Juhu! Also, macht's gut. Bis dahin und tschaußen. Tschüss.